bekommen. Einmal habe ich mir auf die Karte angeguckt, ob ich da wieder drin war. Warten schon. Jetzt muss er nämlich ins nächste Kurs gehen. Da ging es tatsächlich auch relativ schnell voran. Und danach dann war auch, glaube ich, gar nicht mehr viel von den Ski übrig. Also nächste oder übernächste Aufnahmesession haben wir auf jeden Fall alles durch die Ski. Ich weiß natürlich nicht, wie viele und was für Planeten dann noch kommen. Kann sein, dass ja nur so kleine Planeten kommen, wo wir auch eine halbe Stunde Daily Quests machen und das war's dann. Weil das Problem ist halt mit diesen DLCs und SWTOR, die haben zwar viel Inhalt, aber der ist auch öfters mal so an Daily Quests gebunden, die wir einmal machen und dann nie wieder. Weil es ja Ruf und Scheiß interessiert von Level 55, wir wollen natürlich Level 60. 65 werden, ne? Das ist ja sogar. Bei 70, wenn der nächste DLC da ist. Und da interessiert uns natürlich nur das Endgame. Das Schöne ist, wir können halt die Raids immer noch nachträglich machen. Raidfinder, ich glaube, den gibt es mittlerweile hier auch. Und dann alte Raids nachträglich nochmal besuchen. Warum auch nicht? Ist alles schön. So, ja genau, jetzt kommen wir nämlich aus der Stadt raus. Also ihr habt gesehen, wir haben jetzt eine Stunde, nein, eine Dreiviertelstunde, drei Folgen in diesem Stadtgebiet verbracht. Und deswegen ist klar, dass wir so ein bisschen durch die Gegend geirrt sind, weil wir dachten, wir können da Quests annehmen. Dann wollte ich einfach weiterfahren, hab gesehen, oh, da hinten ist eine Quest, habe ich nochmal gehört. Oh, hier sind sogar zwei Quests. Und ich will mit dem reden, dann gucke ich auf die Karte, ich habe echt eine schlechte Orientierung. Muss ich mal sagen. Das ist nämlich der da. Maktoru. Toruk Makto. Vergrabenes Depot. Gestohlenes Plundergut aus den Schiffstrümmern. Das ist eine der nervigen Quests. Also die von dem nervigen Typ war doch nicht so nervig. Das sind die. Höhle der Bestien, befreie Dschungelbestien und lege Ordnungshandel. Halsbänder an. Jetzt sind wir gleich. Wir wechseln jetzt die Karte. Und plopp. Und jetzt machen wir Quest. Dschungelbrette. Besorge Fleisch von Dschungelkreaturen. Wir haben auch zwischendurch mal eine Quest fällen, weil sie sind total dämlich durch die Gegend geeiert. Echt nicht so cool. Da ist nämlich wieder C2D4 und dieser irgendwas mit J. Jakaro. Verdeckte Operation. Ja, nicht jeder spricht Wookiee-Sprache. Der zum Beispiel, Lana Miniko, hat so ein neues Model, was halt merkwürdig aussieht, aber halt aktuell. Und er hat so ein richtiges Kack-Model. Achtet einfach mal auf die Augen. Und der Druide an seiner Brust wieder sieht wieder richtig. Ja, okay, so geil sieht er auch nicht aus, aber halbwegs vernünftig. Das ist ein bisschen schade, muss man ja mal sagen. Wir sollen Stress machen. Ja, wir wollen ja nur an die Revanita ran. Es ist alles nur Mittel zum Zweck. Wir wurden auf dem Planeten gelotst von unseren eigenen Leuten, werden durch die Gegend geschubst von unseren eigenen Leuten. Wir sind eigentlich eine große Verwirrung. Das nur wegen Lana Beniko und den heulenden Furien, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Jetzt wird es nämlich nochmal aufwendig, weil wir jetzt hier irgendwie so ganz viele Quests haben, die uns dann aber nochmal ja, so wegschmuggeln lassen sollen. Werdet ihr gleich sehen, das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also ein bisschen nicht nur die Quests verwirren, sondern das Planetenlayout bzw. das Questlayout. Wann man wie wohin muss, ist ein bisschen verwirrend. Deswegen hat auch irgendwann einer von uns eine Quest fertig und der andere nicht. Ich habe gesagt, Leute, steigt auf, ich lock den Elite weg.
So, da zum Beispiel eine Kiste, was hat das? Achso, es waren nur Kisten aufmachen. Nee, doch, man musste den die doch noch. Muss man die noch mal anlegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Achso, ja, genau, wir killen die und Domi legt den die an, weil wir es total verpeilt haben. Ich glaube, da fing es dann an mit den verkackten Quests. Aber genau die eine, die ich vorhin meinte, da weiß ich genau, wann es soweit ist. Wir müssen nämlich nachher wieder Schätze suchen. Was ja so unschön ist in diesem Spiel. Komme ich aber noch zu. So, was mache ich da gerade? Ich weiß es nicht. Wechsle gerade mal meine Playlist. Ja, Domi ist immer relativ schnell mit der Quest, deswegen kriegen wir sie nicht tot. Hat er sogar nochmal geschossen, obwohl es schon freundlich war. Soll man nämlich noch Waffenlager markieren? Ich überlege gerade alles so, was wir so gemacht haben und vor allem verkackt haben. War nämlich nicht wenig. Um ehrlich zu sein. Ich höre mich gerade im Hintergrund den Soundtrack von Donkey Kong Country und habe heute erfahren, dass Eminem zu den 20 besten Donkey Kong-Spielern der Welt gehört. Frage ich mich gerade, welches Donkey Kong. Aber dennoch ist es mir sympathisch, egal welches Donkey Kong. Ich liebe Donkey Kong. Ich hatte das schon mal hier in irgendeiner. Ich glaube, als wir so auf Illum, so irgendwie die Folgen grob, so Illum oder bei Mora, so auf jeden Fall Endgame vom Klassikspiel, so 45 bis 50. Da habe ich das schon mal erwähnt. Genau, und hier ist es irgendwie gleich. Genau, weil Domi knallt hier jetzt was in den Bauch. Ne, Marcel war wieder weiter. Er ist der Schuldige. Das haben wir ja schon öfters, dass Marcel irgendeine Scheiße baut. Genau, Kelise, er braucht nämlich die Haut der Tontranbestie? Tonitranbestie. Tonitrantüte. Ich kenne nur Tuntentoni. Ich glaube, den Spruch habe ich da schon gebracht. Ja, weil Marcel wieder irgendwas eingesammelt hat, wo Domi und ich gar nicht bei waren. Da denke ich mir nicht, hä, hat die Quest jetzt nicht gezählt? Ich glaube, ich will gleich auch nochmal an den Baum ran. Und wundere mich. Oder ich habe es einfach komplett ignoriert. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall ist da einiges schiefgegangen. Ah, ich glaube, da mussten wir irgendwas Teamspeak wechseln. Da sind die Teamspeak-Probleme losgegangen. Das kann ich ja jetzt wieder erzählen, weil wir Soundprobleme hatten. Bisschen spät eigentlich, aber egal. Wir haben uns jetzt eingefuchst, Marcel und ich, wir sind Feuer und Flamme für das Programm Discord. Das ist so, es wirbt selber aggressiv damit, vergesst Skype und vergesst Teamspeak, denn es macht eigentlich alles, was die können, nur besser. Also wirklich so Instant Messenger, Telefonie, was noch kommen soll, ist Videochat. Und ab da ist Skype komplett obsolet. Also wir haben uns da halt reingefuchst. Jeder User kann da umsonst einfach Server erstellen für sich und seine Freunde, auch unlimitierte Plätze, Channels erstellen, Rechte, Systeme. Also ich kann mir einfach, also so haben wir es auch gemacht, ich habe mir einfach einen Account gemacht, habe einen 777-Server für erstellt. Da sind jetzt halt unsere Familie, unsere Freunde drin sozusagen. Und das Ding startet bei mir schon bei Windows Start, genauso wie Skype. Wenn irgendwas ist, schreiben die da. Hier passiert es gleich mit dieser Kiste. Mit dieser Kiste reist man nämlich an dieses Sklavenhändlerlager und ab da wurde es nur noch verwirrender. Jedenfalls sind wir alle morgens online. Man sieht, wer online ist, man sieht, wer was spielt, man sieht, wer AFK ist. Wenn einer gerade sein Headset nicht auf hat oder halt nicht am PC ist, gibt es die Möglichkeit, die haben wir auch alle an. Wir haben es so eingestellt in bestimmten Channels. Also wenn ich im allgemeinen 777-Channel schreibe, dann liest der Bot das vor. Also der liest dann vor, René schreibt, Doppelpunkt, Marcel, hast du Bock Overwatch zu spielen? Was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Und ja, wir haben uns damit, wie gesagt, eingefuchst.
In den nächsten Aufnahmen wird es ja auch so sein, dass wir oben links ein Overlay haben, wo ihr dann seht, wer von uns gerade, also wer von uns im Channel ist und wer spricht. Wir haben auch die Channels mit den Hierarchien und mit den Rollen so eingerichtet, dass wenn wir aufnehmen, dann kann ich in der Aufnahme zum Beispiel sagen, ich gehe in den öffentlichen Raum und da können dann Marcel oder Domi ganz wie sie wollen einfach mal dazukommen. Wenn ich gerade Hearthstone, Overwatch oder Heroes aufnehme oder Domi und ich nehme gerade WoW auf und Marcel ist eh online, dann können wir ihm gestatten, dazuzukommen. Und wenn wir aber gerade Story haben oder ich zum Beispiel gerade Witcher aufnehme, dann mache ich entweder Discord aus oder wenn ich irgendwas von den Jungs will, dann gehe ich einfach in einen anderen Channel und sie kommen nicht hinterher. Beziehungsweise fragen vorher oder schreiben. Also, das haben wir uns schon ganz gut überlegt. Wir haben uns auch schon einen Bot rangeschafft. Also, wie gesagt, Marcel und ich, wir haben 2 Tage sehr viel Zeit mit Discord verbracht. Das kostet natürlich nicht viel Zeit oder ist auch keine Arbeit, aber es wir haben wirklich uns viel mit Discord beschäftigt und die Soundqualität ist top. Die Übertragungsqualität ist top. Das Programm ist einfach Hammer. Und es ersetzt für uns gerade komplett Facebook, Skype, also vom Messenger her, Facebook, Skype, TeamSpeak, alles. Wenn es jetzt noch einen Proxy-Server so wie Tangle drin hatte, dass man mit seinen Freunden im Koop spielen kann, aber naja, es kann nicht alles haben und manches ist auch zu viel. Irgendwann ist das Programm auch einfach zu krass. Weil das Programm wird jetzt immer wieder angepasst, dass es schneller ist und super läuft und alles cool ist. Da dachte ich übrigens bei den Piratenflaggen, es können jetzt so Totenkopfflaggen sein, aber den Gefallen haben sie uns nicht getan. Ja, also unser Plan ist jetzt, und den wollen wir auch durchziehen, dass wir Discord wirklich aktiv benutzen, jetzt auch vor allem für die Aufnahmen, und das dann mit den Hierarchien so machen. Und ich habe auch zu den Jungs gesagt, also zum Beispiel Familie, Freunde, die jetzt nicht ins Aufnahmeteam gehören, die halt nur hin und wieder mal dabei sind, die sind halt erstmal nur Mitglieder. Also wir haben jetzt die Rollen, ich bin halt der Admin logischerweise, wir haben noch einen Bot, dann haben wir Channel-Admins, beziehungsweise also Discord-Admins für den Channel. Das sind Marcel und Domi nur, weil die halt zum Standard-Aufnahmeteam gehören und alle, die so mal wechseln, so Buddy, Billy oder Frank, die auch schon mal hier in den Feuer, also bei Heroes waren die alle mal mit dabei. Oder zum Beispiel auch mein Stiefbruder, wenn er mal irgendwie dabei sein will, dann kann er reinkommen. Die haben halt alle nur die Mitgliederrolle, das heißt, sie können ihre Leute gerne auf unseren Discord-Server holen, können mit denen da quatschen. Aber sie haben keine weitergehenden Rechte. Ich werde auf jeden Fall noch gucken, dass ich demnächst mal ein paar Leute mehr hole, dass sie auch ein bisschen aktiver wird. Und dann ist alles cool. Also mir fallen auf jeden Fall auf Anhieb nochmal so spontan 3, vielleicht sogar 4 Leute ein, die ich da gerne noch drin hätte. Fallen mir spontan noch mehr ein. Aber 3 bis 4 definitiv auf jeden Fall. Also sind wir auch nicht viele, dann sind wir, wie viel sind wir gerade? 3, 4, 5, dann werden wir 8 oder 9. Ist halt klein, also wir haben es von Anfang an gesagt, ja, wir machen es so ein bisschen wie ein TeamSpeak-Server, dass wir auch wirklich schon, dass wir es einmal richtig einrichten, dass wir wirklich auch sagen können, okay, wir zocken gerade Overwatch mit 5 Fremden. Okay, ist ein bisschen übertrieben, weil wir sind eh nur ein 6er-Team, aber Domi und ich raiden gerade in WoW mit 40 Fremden oder 20, 30 Fremden, keine Ahnung wie groß. Ich glaube 40er Raids gibt es gar nicht mehr, also auch jetzt wieder nicht mehr. Aber sagen wir, Domi und ich mit 23 Fremden, dann sollen sie auch meinetwegen auf unseren Discord-Server kommen, habe ich gar kein Problem mit. Und können die halt alle einladen, alles gut. Beziehungsweise man muss sie ja nicht mal einladen oder dass sie joinen, sondern die müssen sich nur Discord runterladen und dann kriegt ihr einen Discord-Link, also er ist discord.gg/, da sind sie nämlich, Leutnant Donovan und der andere Typ. Aber ich glaube, für uns geht es nur um den Commodore Margok, der auch wieder aussieht wie so ein, wie ein Cowboy, aber so ein Pirat sein, weil Commodore sind, naja, sind nicht mehr Piraten, sondern Commodore sind, so wie Admirale, so ich glaube halt wirklich eher was von der Marine und nicht vom Piraten. Ja, jedenfalls habt ihr einen Link, also ich kann jedem da draußen wirklich nur, wenn ihr, also müsst Discord nicht mal großartig einstellen, ihr könnt viel einstellen, könnt viel machen, auch wenn ihr einen Server, aber wenn ihr einfach nur Client sein wollt, also mit Leuten reden wollt und nur joinen wollt, dann macht er auch wieder einen auf Revolver. Das ist wirklich so Cowboys vs. Ninja, nicht vs. Ninjas, Cowboys vs. Pirates hier in diesem Setting. Also
diesen ganzen Stress mit GegenTS oder so. Discord ist völlig kostenlos und die Server sind kostenlos und jeder kann seinen Server haben. Und ihr könnt einfach for free irgendwo, ihr könnt auf den Reddit-Discord gehen, ihr könnt auf den Subreddit-Discord gehen, ihr könnt auf den Discord von irgendeinem Discord-Bot gehen, wo die Entwickler dann mit euch reden, also vorausgesetzt, ihr könnt Englisch oder auf Deutsch halt, von irgendeiner Community, von irgendeinem YouTuber, der hat das, also zum Beispiel Gronkh hat einen Discord, ich glaube, der hat sogar einen öffentlichen Community.